Was haben Sie mitbekommen? Sie wohnen gleich gegenüber. Ja, ich bin, mein Schlafzimmer ist ein bisschen weiter weg, ich habe nur Bomben gehört. Ne? Das war alles, was ich gehört habe. Ne? Und das war schon öfter der Fall, da haben wir uns nichts gedacht dabei. Ne? Weil das war laufend, ist da irgendein Rafer, irgendwas war da. Ne? Und da denkst du nichts dabei, was sie in der Nacht immer tun. Die haben sie wahrscheinlich nicht vertragen. Wir haben auch keinen Kontakt gehabt mit den Leuten. Gell? Die sind ungefähr vor 6 Jahren eingezogen. Und die haben mich gegrüßt, die haben gar nichts gemacht. Also haben wir mir die liegen lassen. Ne? Und so war es eigentlich. Es waren Problemleute alle zwei, ne, möchte ich sagen. Das heißt, inwiefern, wie kann man sich das vorstellen? Ja, ich würde sagen, er hat mit keinem Menschen Kontakt gehabt im ganzen Haus. Jeder ist ihm ausgewichen, wenn es gegangen ist. Ne? Er hat, wenn ich aufgefahren bin, hat er rum, vorhin aufgefahren, hat er den Lift blockiert, lauter so sagen, der war nur gegen die Leute, nicht nur gegen mich, sondern andere auch so da. Ne? Und ab und zu war er alkoholisiert, weil ich habe es gemerkt, wenn ich nachher mit dem Lift eingestiegen bin. Ne? Streitereien habe ich weniger gehört, weil ich da weiter weg bin. Ne? Das sind inzwischen die Wohnungen. Ne? Und was ich mitgekriegt habe am Ding, wie den Nachmittag die Rettung zugefahren ist und die Polizei, ne, dann haben wir gewusst, es ist irgendwas los. Aber im Prinzip fühlen wir mich nicht mitgekriegt. Okay. Und wie können Sie die Frau beschreiben? Mit der Frau, mit der wir eigentlich weniger Kontakt, wir haben ja sowieso keinen Kontakt, aber da hat man weniger getroffen wie ihr. Ne? Was soll ich denn beschreiben? Zusammenpasst haben sie sicher nicht. Ne? War sie eine Österreicherin oder auch eine Bosnierin? Nein, sie ist angeblich von Südafrika offen mit ihren Eltern. Mhm. Und die hat als Jugendliche schon mal da gegenüber gewohnt, ne? Mit ihrer Schwester und mit ihrer Mutter und mit dem Stiefvater, ne? Den habe ich gut kennt. Ne? Und auf einmal sind sie wieder bei uns eingezogen. Ich weiß nicht, was die Zwischenzeit war. Mhm. Aber Kontakt hat kein Mensch gehabt in Haus mit ihrem Kontakt oder mit ihm. Ne? Entweder größer oder sonst irgendwas, das waren es Einzelgänger praktisch, gell? Mhm. Was will ich noch sagen? wir haben keine Ruhe gehabt im Prinzip für ihn, weil, wie gesagt, er der Lift blockiert. Er hat Postkasten, die ganze Werbung zu uns reingeschmissen, immer bei uns war immer bumm voll, ne? Ich habe immer gesagt, ich halte mich da raus, ich sage nichts zu ihm, weil er hat schon sowieso verdächtig immer reingeschaut ein bisschen. Gell. Also die Leute, kann man sagen, die was da wohnen, haben auch ein bisschen Angst gehabt vielleicht von ihm? Ja, die Frauen auf alle Fälle. Und meine Enkelkinder auch, ne? Die haben sich gar nicht traut, wenn sie gesehen haben, dass der eine ist, der unten geblieben haben geleitet, da bin ich oben. Ne? Mhm. Obwohl er nichts da hat, möchte ich sagen, aber die Leute haben alle Angst gehabt. Also wenn Sie vielleicht einmal gesehen haben, dass er mit seiner Freundin oder Lebensgefährtin zusammen war, hat man da auch gemerkt, dass es komisch war, wenn die gemeinsam jetzt da die Stiegen raufgegangen sind, sage ich jetzt einmal, oder einkaufen waren? Wenn die miteinander reingehört oder was, wenn die gegangen sind oder was, ist er einen halben Schritt voraus und sie einen halben Schritt hinten. Und haben sie eine Tochter auch noch gehabt, das ist behindert. Ne? Das ist jetzt bei ihrer Mutter, ne? Angeblich. Und das ist auch so, wenn er gegangen ist mit der Tochter in die Schule, weil er gearbeitet hat, fast nie, ne? Ist er immer einen Meter voraus oder einen Meter hinten nachgegangen und die Tochter hat noch nie reingesehen oder reingehört mit einem oder was. Das, es war ein eigenartiger Mensch. Also kann man sich vorstellen, dass er irgendwer Freundschaft gehabt hat mit einem. Ne? Also die Tochter ist von denen beiden, ja. Und war die auch da im Haus oder in der Wohnung? Vor 14 Tagen ist die schon weggezogen zu ihrer Mutter. Dann hat die Volksschiffer irgendwertig abgeholt. Ne? Ich weiß das nicht genau, aber ich schaue nicht immer Fenster oder was. Was man so halt mitkriegt. Ne?